Hallo und willkommen zurück bei Kingdom Come Deliverance. Ihr seht gerade, wir bekommen direkt beim Laden des Spiels eine wunderschöne Mitteilung. Und ja, die heißt aus der Asche. Ich habe jetzt nämlich mal das Paket einfach, es kam 20 Euro bei Steam, da sind alle DLCs mit drin, ich habe es gekauft. Ich hätte es viel günstiger kaufen können, wenn ich es einzeln irgendwo über einen Keyseller oder so über, sogar einzeln über Steam wäre es günstiger gewesen. Aber ich dachte mir, komm, die 20 Euro, das Spiel ist so top. Kein Problem, investiere ich, da ist alles dabei, muss ich mir nicht alles einzeln zusammenklicken. Das haben sich die Entwickler verdient, in der Hoffnung, dass die 20 Euro schön in den zweiten Teil nochmal mit einfließen. Vielleicht reicht es für eine kleine Textur, für irgendeinen Eimer oder so im Spiel, keine Ahnung. Sollen sie mitmachen, was sie wollen. Nach Abzug der Steuern kommt da wahrscheinlich eh nur noch die Hälfte an, wenn überhaupt. So, also, der erste DLC, der hier angezeigt wird, ist aus der Asche. Das weitläufige Dorf Pribislavitz, da geht schon wieder los, wurde vor langer Zeit aufgegeben und ist in den Wäldern der Vergessenheit anheimgefallen. Du hast dich jedoch schon immer gefragt, welche Geheimnisse dieser Ort birgt und warum die Bewohner nie dorthin zurückgekehrt sind. Und so bist du positiv überrascht, als du von Herrn Divish erfährst, dass er Pläne mit dem alten Dorf hat. Nachdem die Banditen in der Hauptquest Feuertaufe aus Pribislavitz, entschuldigt, wenn ich die Worte falsch ausspreche, gejagt wurden, bitte dich Herr Divish beim Wiederaufbau des Dorfes um Hilfe. Falls du ihn nicht findest, suche nach dem Symbol kleine gelbe Häuschen auf blauem Hintergrund, während Quests mit Schlachten kannst du den herunterladbaren Inhalt vorübergehend nicht starten. Während Quests mit Schlachten, okay, ich habe keine Ahnung, was der letzte Satz soll, aber es gibt wahrscheinlich eine Quest. Falls wir da gerade irgendwie mittendrin sein sollten, könnten wir das nicht starten. Aber früher oder später kommen wir da rein. Cool, machen wir, Dorf aufbauen, sind wir bereit. Das ist natürlich ärgerlich, ne? Der Heinrich hat natürlich immer sehr hohe Ausgaben für Glücksspiel, Saufen, Dirnen, Badehäuser, Theresa. Irgendwann wird es teuer, wenn wir uns mal ein neues Pferd doch mal leisten sollten und so weiter und so fort. Naja. Geld kommt rein, es kommt aber auch mindestens doppelt so schnell, geht es wieder raus aus den Heinrichs Taschen. So, das haben wir. Was haben wir noch? Hier, die amorösen Abenteuer von Herrn Hans Capon, dem Kühnen. Oh. Herr Hans Capon, der rechtmäßige Erbe der Stadt Rattay, verwendet die meiste Zeit darauf, sich in ritterlichen Disziplinen zu üben. Er gilt als meisterhafter Jäger, Kämpfer und Reiter, denkt er zumindest. Dabei beherrscht er nicht einmal die hohe Kunst des Schachspiels. Aha, und auch nicht die weniger hohe Kunst des Würfelns. Na, da ist ja der Heinrich schon fast sowas wie Amateur. Ach, und was das Rezitieren von Gedichten anbelangt, es wird für ihn langsam Zeit, sich auch in dieser Disziplin zu üben, wenn er das Herz der Holdenmaid seiner Träume erobern will. Nicht der Holdenmaid. Oh je. Das kann ja noch was werden. Ein neues Abenteuer mit Herrn Hans kann nun seinen Anfang nehmen und du musst dafür nur zu Herrn Hans gehen und mit ihm reden. Allerdings hat er während der Schlachten gegen Ende des Spiels keine Zeit für amoröse Abenteuer. Daher kannst du von ihm die Quest erst kurz vor dem Ende annehmen. Ah ja, okay. Wenn er im Lager bei Neuhof angekommen ist. Okay, sehr schön. Okay, was haben wir das nächste? Mit einer Bande im Bunde. Reisen in der Provinz sind gefährlich. Die verängstigten Händler setzen kaum einen Fuß vor die Schenke. Besuche in benachbarten Dörfern sind ein Spiel mit dem Feuer. Und auf abgelegenen Gehöften schläft man mit einer Axt unterm Kissen. Hinter jedem Baum am Wegesrand könnte ein Schurke lauern oder ein Student. Das ist ja wie bei uns im Park. Hinter jedem Baum lauert ein Student. Okay, schön. Der seine letzten Groschen versoffen hat. Ja, soweit alles korrekt. Hat sich nichts geändert vom Mittelalter bis heute. Und sich zu etwas hinreißen lässt, das er in anderen Zeiten niemals tun würde. Man kann dann froh sein, wenn man nur sein Geldsäckel verliert und nicht auch seinen richtigen Säckel. Du kannst dich darum kümmern, indem du nach der Hauptquest Feuertaufe mit Herrn Ratzig sprichst.
Kurz nach diesem Punkt in der Geschichte ist er am Aussichtspunkt über Thalenberg und später in der Burg zu Pirkstein in Rattay. Falls du ihn nicht findest, suche nach dem Symbol. Während der militärischen Aktion gegen Ende des der Hauptgeschichte ist es zeitweise möglich, dass Herr Ratz sich nicht deine Dienste in Anspruch nimmt oder dass die Handlung diesbezüglich für eine Weile aussetzt. Okay. So, was haben wir noch? Das Loch einer Frau. Nein, das Los einer Frau. Entschuldigung. Theresas Geschichte. Ach so, das ist das. Ah ja, okay, verstehe. Hier mit dem Hund und so, ne? Ist nun spielbar und du kannst die Questreihe starten, indem du mit Theresa sprichst. Du findest sie, wenn du dem Symbol Frau auf blauem Hintergrund folgst. Theresa kümmert sich nun in der Rattayer Mühle um einen Hund. Sie hofft, dass du ihn nimmst, da ihr Onkel, der Müller Peschek, ihn als Last empfindet. Begib dich zu Theresa und biete ihr deine Hilfe an. Vor allem alle anderen Gehöfte ringsrum, fast ausnahmslos jedes Gehöft, hat mindestens ein oder zwei Hunde. Und der Peschek sagt, ne, also Hund brauche ich nicht. Eine Katze, okay, aber ein Hund, das geht gar nicht. Warum gibt es eigentlich keine Katzen im Spiel? Die wurden wahrscheinlich erst später erfunden, ne? Naja, wie auch immer. Aber die Ägypter hatten auch schon welche. Vielleicht haben die damals die Katzen einfach im Bogen ums Mittelalter gemacht. Das kann ja sein, dass die... Naja, das Schicksal wird Johanka auf eine harte Probe stellen. Wer ist denn jetzt Johanka? Um mehr zu erfahren, musst du die Nebenquest Die Seuche und in Gottes Hand abgeschlossen haben, ganz gleich, ob erfolgreich oder nicht. Die Nebenquest Die Seuche kannst du im Zuge der Hauptquest Fragen und Antworten spielen. Die Nebenquest in Gottes Hand erhältst du von Johanka im Sasauer Kloster. Okay, da waren wir noch nicht. Suche nach diesen beiden Nebenquests abermals Johanka auf. So, dann noch das Symbol wieder folgen, dem Symbol. Okay, ja schön. Also, wir haben ein paar neue... Da ist er ja, der Hund. Und da ist auch der Köter. Nee, Peschek, lass bloß den Hund in Ruhe. Wo ist denn Theresa? Ach ja, die schläft doch. Genau, wir sind jetzt sind wir wieder in Heinrich drin. Heinrich dem Hühnen. Aktuell eher noch Heinrich das Hühnchen. Denn heute geht der Heinrich sich mal ein bisschen kloppen. Und zwar müssen wir in Rattay noch ein paar Backpfeifen verteilen. Wir haben noch diese eine Quest, wo wir uns mit diesem einen starken Kerl irgendwie prügeln können. Aber vorher müssen wir uns irgendwie mit, ich glaube, drei anderen anlegen. Zwei oder drei anderen. Das können wir eigentlich mal machen. So, einmal das frische Morgenwasser ins Gesicht. So, Pebbles. Ich muss noch mal gucken. Entschuldige, halt mal still. Mir wurde gesagt, dass Pebbles unter Umständen gar kein Hengst, sondern eher eine Stute ist. Ich sehe gerade gar nichts, Pebbles. Was da los? Ist so kalt oder wie? Ja, komm mal mit. Komm. So, wir gehen jetzt erstmal. Machen wir jetzt. Halt, nee, warte mal. Den Hund wollte ich mir ja mal angucken. Aber ich dachte, ich muss vorher vielleicht mit Theresa reden. Na, Bursche? Huch! Lust auf eine kleine Wette fürs Rattaya-Turnier? Nein, noch nicht. Der Hund folgt ihm aber. Das ist ja witzig. Ja, wahrscheinlich müssen wir erst mit der Theresa reden. Aber ist kein Problem. Wir kommen da nach und nach schon hin. Kein Problem. Ich wollte jetzt erstmal diese eine Quest machen. Festmahl für die Bettler. Das nehmen wir raus. Nimmst den Reichen, gibst den Armen. Warum steht da nicht, nimmst den Reichen, gibst dem Heinrich. Stiehl 50 Groschen von der Wache Pazdera. Aha. Ach ja. Nee, das mache ich. Das mache ich erstmal nicht. Da den Anführer des Lagers töten. Ja. Ach ja, hier. Genau. Na los, verpasst mir eine. Besiege Milan, Löckchen und Stefan. So. Heute wird sich gekloppt. Mir wird aber Theresas Symbol hier angezeigt. Ach ja, stimmt. Der Peschek hat ja letzte Nacht da unten gepennt. Und Theresa oben. Warte mal, vielleicht ist sie jetzt mittlerweile aufgestanden. Wie spät haben wir es denn? Kurz vor 8. Halb 8. Theresa. Ich komme mal in dein Schlafgemach. Ist ja eh alles eins hier. Ach, was? Nein, hau ab. Ja, ist ja okay. Dann kommen wir später nochmal wieder. Wird wahrscheinlich wieder ein tagfüllendes Programm hier. Heute in Rattay. So. Ja, die laufen ja nicht weg, ne? Die Nebenquests und so. Aber ich dachte jetzt, ja, doch, komm, ich hole sie mir jetzt alle. Und dann haben wir das drin. Am besten alle auf einmal. Und aber, wovor ich ja so ein bisschen Schiss hatte, weil ich ja so ein paar weniger.
Rattaya-Turnier? Ein paar wenige Mods installiert habe, dass davon einige nicht mehr gehen, aber es funktioniert nach wie vor alles. Also es hat sich, also die Mods, die Handvoll oder wie viel sind, die ich hier installiert habe, die funktionieren nach wie vor. So, und dann gehen wir mal hoch und lassen mal das Handgelenk reisen vom Heinrich ins Gesicht der Kontrahenten. Löckchen, Milan und Stefan war es, ne? Gucken wir mal. Ja. Ja, das mit dem Dorf aufbauen, da bin ich mal gespannt. Das wird vielleicht ganz witzig, könnte ich mir vorstellen. Da ist wahrscheinlich ein bisschen Geldeinsatz vonnöten. Ich mag es ja eigentlich. Was ich immer nicht so mag, sind Spiele, da in denen man nach irgendwie gefühlt 5 Stunden oder meinetwegen 10 Stunden so überpowered ist und so viel Geld mit sich rumschleppt, dass man überhaupt gar nicht mehr weiß, wohin damit. Das gefällt mir immer nicht so sehr. Deswegen lasse ich es auch gerne einfach mit Absicht ruhig angehen und verballer auch gerne das Geld, um nicht möglichst schnell irgendwie im Geld zu schwimmen. So, wo ist denn der eine? Hey, Löckchen! Na, schönes Häubchen! Aus Garlitz bin ich, ihr guten... Möchtest du mein Fäustchen in dein Gesichtchen? Ja? Wollen wir uns mal prügeln? Komm. Du kämpfst manchmal mit Milan, richtig? Bist du nicht Löckchen? Milan kämpft erst gegen mich, wenn ich dich schlage. Du bist der Sohn vom Schmied, oder? Was hättest du davon? Du musst schließlich nicht im Dreck hausen wie der Rest von uns. Mag sein. Aber warum sollte ich nicht versuchen, ihn zu erleichtern? Ja, damit du es den Bedürftigen geben kannst. Du, Pfau, willst gegen mich kämpfen? Dann lass springen oder verpiss dich. Lass springen? Was heißt jetzt, lass springen? Hier bitte, oder Gott wie? Gott behüte dich. 2 Groschen. Ach so, und jetzt wird gekloppt. Oh, warte mal. Herrgott! Au! Fotze! Also hören Sie mal, das gibt's doch nicht. Ha! Jawohl, komm her, Löckchen. Ich ziehe dir gerade deine Locken. Wo sind die überhaupt? Am Kopf sehe ich keine Haare. Jawohl. Komm her, du Sack. Der hat bestimmt so ganz lange Rückenhaare oder so. Jawohl. Ja. Ha! Töten, natürlich. Nein, um Gottes Willen. Wo sind wir denn hier überhaupt? Ach, da oben ist die Burg. Okay. Löckchen. Ey, komm, war doch nur Spaß. Komm, jetzt steh auf. Psst, psst. Entschuldigung. Wir sehen uns, Löckchen. Dir noch einen wunderprächtigen Tag wünsche ich. Wasch dir mal die Haare, das sieht ja aus. Nanu? Das waren wir aber nicht. Was denn hier passiert? Da liegt ein Geldbeutelchen rum. Och. Ah, schade. Darf ich nicht reinillern, was drin ist? Ah, na gut. Okay, komm, wir gehen mal zurück. Ah, Löckchen. Alles okay. War es zu heftig. Lass uns kämpfen. Ja, wir haben nur einen Stärkepunkt bekommen. Das ist ja cool. So, und dann steigern wir gleich noch die Ausdauer. Beziehungsweise Vitalität. Nee, Agilität, ne? Muss ich jetzt mit jedem von denen hier runter und mich dort zu kloppen? Da hätten sie mir wenigstens mein Pferd hinstellen können. Du kannst es rufen. Ja, ich weiß. So, dann hauen wir den anderen beiden noch ein paar rein. Löckchen war relativ einfach. Aber es kann auch gut sein, dass die mit ihren... Also wir haben ja schon durch Zufall hatten wir eine gute Rüstung gefunden. Eventuell hält die auch einfach viel ab, wenn die mich treffen. Der hat schon Schaden an mir gemacht, aber nur enorm wenig. Sehe ich das eventuell? Gesundheit 100. Ne, wir sind voll in Gesundheit. Okay. Gerade hier dieser edle Kyras, der einfach 2.500 wert ist, der 23 Verteidigung. Das ist echt spitze.
Und nochmal zu der Quest, als wir neulich zurückgeritten sind Richtung Rattai, da war es ja so, dass wir in dieser einen Schenke, da wurde die eine Dame, naja, da geprellt ums Geld. Und da sollten wir diesen einen Opa oder den einen älteren Mann bestehlen. Aber der war ja nicht in der Schenke, auch nicht in der unmittelbaren Umgebung. Und einer von euch schrieb dann, dass der wohl, der Questmarker, relativ weit entfernt angezeigt wurde. Da habe ich aber überhaupt nicht drauf geachtet, weil ich halt von ausgegangen bin, dass der nur dort in der Schenke ist. Aber ich denke, die Quest können wir trotzdem nach wie vor noch nachholen. Da kommen wir mal wieder vorbei. So, die anderen sind hier oben, ja. Okay. Aha. Du bist also der Nächste. Stefan, ich hab da was für dich. Glück und Gesundheit. Ja, wollen wir doch mal sehen, für wen von uns beiden? Du bist Stefan, nicht wahr? Milan kämpft erst gegen mich, wenn ich dich schlage. Ach ja? Und warum willst du? Ach, egal. Ich kämpf gegen dich, wenn du zahlst. Was sagst du? Ja, auf jeden Fall. Jetzt bin ich wieder hier unten, wa? Okay. Der hat ja nur Lumpen an. Komm, schlag zu, ich will blocken. Er hat noch nichts gemacht, atmet aber schon tief. Verdammt! Wie könnte man treten? Ah ja, hier. Okay. Du bist tot. Will mal was probieren, aber. So, jetzt treten und dann Luftlöcher schlagen. Oh, aua, au, au, au. Ellenbogen geknickt. Oh je. Na komm, mach was. Hat das wehgetan? Aua, au, 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 au. So, jetzt aber. Wow! Oh, der hält aber gut was aus. Zack! Das war die Nase. Musst du jetzt weinen? Komm her, du Scheißkerl! Der hat tatsächlich einen Kratzer am rechten Auge. Also von uns aus gesehen links. Und an der Stirn hat er jetzt auch noch was dazu bekommen. Der kriegt noch mehr, wenn ich mit dem fertig bin. Wie er einfach keinen Schaden an uns macht. Er atmet schwer. Verteidigung erhöht. Jawohl. Oh, jetzt aber hier. Klitschko-mäßig. Pow, pow, pow. Nice. Huch. Ach, Pebbles, Mensch. Bist du uns nachgelaufen? Das aber lieb von dir. Das wäre doch nicht nötig gewesen. Tja, nicht nur Pippi Langstrumpf macht die Welt, wie sie ihr gefällt. So, dann können wir jetzt den Milan mal aufsuchen. Also er hat jetzt schon, ja gut, zumindest die ersten zwei, drei Schläge, die durchgingen, haben jetzt nicht so viel Schaden gemacht, aber ging eigentlich auch ganz gut. Ich denke, Milan ist ein harter Brocken. Der wird nicht in seinem Schlafgemach gegen uns antreten, wie die letzten beiden hier, die nur irgend so einen lumpen Sack anhatten. Müssen wir mal gucken, ob dieser Würfelspieler wieder da ist. Der schuldet mir noch mein Geld. Ist der Milan hier hinten? Ernsthaft, ja? Aber das hier ist doch nicht Milan, oder? Nee, das ist Alex. Ach, ist der Milan da oben? Okay. Ah ja, hier, seht ihr, da können wir eigentlich direkt gleich beim Kampfplatz nochmal anhalten, wenn wir uns mit Milan gekloppt haben. Träger der Herren von Sternberg. Wünschen wir den Wettstreitern Glück. Oh. Ach so. Hier ist Milan. Okay, das will ich jetzt aber erstmal sehen. Oh, ah. Oh, direkt dreimal in die Brust gestochen hier, der Grüne. Ich setze auf Rot. Ich sag, Rot gewinnt. Verdammt doch mal.
Ja, stark, stark. Starker Fußheber, den er da gemacht hat. Ja, die Klemme, sehr gut. Oh, stark. Wenn das nicht das Gesicht war. Oh. Du Hund. Du Hund. Au, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Komm schon. Sein. Oh, jetzt hat er auch gut einstecken müssen. Ja, ja, oh, der Grüne müsste doch, oh, jetzt hat er in die Ecke gedrängt. Der Grüne müsste doch gleich kaputt sein. Oh, ins Gesicht, Alter, wenn da ist mindestens ein Auge raus. Was sagt er denn jetzt? Verrecke! Verrecke! Ja, ja, gut, gut, gut. Verdammte Scheiße! Ich hätte es ja lustig gefunden, wenn wir auch einfach auf einen anderen hier hätten wetten können und nicht nur auf uns selbst. Wer weiß, vielleicht können wir am nächsten Turnier schon dran teilnehmen. Hätten wir die ganze Zeit schon, aber ein bisschen warten wollte ich gern noch. Ja, komm schon. Oh. Der Grüne kann echt nicht mehr viel haben. Michael aus Janowitz. Ah ja, ist der Grüne und der Rote hier ist Super Mario. Ne, Menhard aus Frankfurt. Ach, einer von uns. Au, 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 au. Au, aua, Achtung. Man nannte ihn das Frankfurter Würstchen. Oh, der... Na Leute. Ich weiß jetzt nicht, kann da jetzt einer gewinnen oder... Oder er nicht? Oder geht das jetzt hier ewig einfach den ganzen Tag? Ich hätte schon gedacht, dass da einer gewinnen kann. Aber ich glaube, es ist jetzt gerade relativ ausgeglichen. Oh, stark. Achtung! Ja, gut, gut, gut. Wie hieß er nochmal? Schon wieder vergessen. Frankfurt. Jawohl. Menhard. 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 Was ist los? Keine Eier mehr? Keine Eier mehr. Ich weiß, wer gleich seine verliert. Die trage ich dann als Kronjuwelen um den Hals. Ja, wenn ich jetzt wüsste, ob da wirklich einer gewinnen kann, dann würde ich noch warten, aber die haben sich halt schon ein paar Mal echt ordentlich was mitgegeben. Ja, ja, Menhard, der müsste vorne liegen, denke ich. Okay. Komm, Milan, wir machen mal was für richtige Kerle. Wir kloppen uns Gott sei mit dir. Mit unseren Fäusten. Kämpfen wir! Die beiden hast du ordentlich verbläut. Und ich habe ein, zwei Groschen gewonnen. Ihr Skalitzer seid gut für meinen Geldbeutel. In dieser Runde beweist du deinen Mut. Wieder hier unten? Na, dann komm mal her. Pow! Ja, jetzt bin ich mal aggressiver als beim letzten. Au. Ich weiß immer nicht, wie er das macht. Treten, hauen, schlagen. Schimpfworte benutzen, du Hund! Du
Biss eines Pebbles unwürdig. Theresa würde auch zu dir ein viertes Mal Nein sagen. Au! Oh, immer von unten ins Gesicht, das tut weh. Wenn das so weitergeht, dann kann der Heinrich die nächste Woche lang nur Suppe essen. Scheiße! Ha! Jawohl! Das war nur eine Finte. Aua! Um genau das abzubekommen. Ja, jetzt wieder schön ins Eck. Links-Rechts-Kombo. Na komm, greif an. Dafür wirst du büßen. Dafür wirst du büßen. Au! Oh, stark. Man nennt mich nicht umsonst Heinrich Heldenmut. Zeig mal, was du kannst. Au! 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 Ja, gut. Ah, reicht, reicht mit dem Zeigen. Ja, Achtung, Ausdauer. Ja, viel hat er nicht mehr. Aua! Das, da kann ich irgendwie nicht ausweichen. Wenn er mich packt, wenn er meinen Kopf in seine Hände nimmt. Ach so, vielleicht kann ich dann treten, wenn er das macht. Das müsste ich mal probieren. Ja, nee, treten geht er nicht. Oh, stark. beim Tritt Faustkampf gesteigert. Agilität, jawohl. Und viel hat er nicht mehr. Oh doch, ich glaube, da war gerade ein kurzes Blockfenster. Na komm, fall um. Yes! Haha! Boop, boop. Du kannst wieder mit Milan kämpfen. Hey, komm, steh auf. Oh, oh, welches Zwangslager. Entschuldigung, Beine zusammen. Das sieht ja aus, wenn uns hier so einer sieht. Warte mal kurz, der steht ja gleich auf. Vielleicht hat er noch was zu sagen. Ihr meintet übrigens, man kann aus, ich weiß nicht, also aus sehr weiter Entfernung auf jeden Fall auch Sachen in Pebbles Tasche packen. Wusste ich gar nicht. Wenn nicht sogar aus unbegrenzter Reichweite. Wir warten mal kurz, bis der Milan hier aufsteht. Vielleicht können wir mit dem nochmal quatschen und dann hat er vielleicht noch was für uns. So. Flup. Na? Schnauze voll. Ach ja, okay, wir können einfach nochmal kämpfen. Okay. Alles gut. So, wir haben ja ein paar. Stärke. Wildschwein. Ja, damit hatten wir neulich Bekanntschaft gemacht. Du kannst die Gesundheit und Ausdauer eines Gegners schwächen, indem du ihn beim Spurten anrempelst. Ach so, naja, okay. Die Auswirkungen sind stärker, wenn deine Rüstung schwerer als seine ist. Ah ja, okay. Finde ich ganz witzig, aber das ist eher eine Sache, die ich glaube ich nicht mache. Deine Ausdauerregeneration ist im Kampf nicht verlangsamt, selbst nicht beim Ausholen mit der Waffe. Oh, das finde ich gut. Fest im Griff, deine Chance, den Gegner in der Umklammerung zu überwältigen, ist um 40% erhöht. Auch nicht schlecht. Aber das nehme ich mal mit der Ausdauer. Cool. So. Agilität. Fliegengesicht. Fliegengewicht. Wenn du fällst, erleidest du 30% weniger Schaden. Der Heinrich fällt doch nicht. So, und das hier, ja, Vitalität. Hm. Haben wir hier noch irgendwas? Kampf. Schwert halt zwar. Ja gut, die Kombos, ne? Ich müsste mal echt. Wir haben ja ein Kurzschwert. Das ist fürs Langschwert. Ich nehme mal stumpfer Schlag. Ich kaufe das jetzt mal. Wir haben da zwei Punkte. Mitte, links, rechts, unten. Mitte, links, rechts, unten. Jagen. Ah ja. Du kannst erlegten Wildchen die Innereien entnehmen. Das ist ja auch immer was Schönes. Du kannst toten Tieren die Haut abziehen. Das will ich machen. Jawohl. Stark. Also rein fürs Ingame finde ich das schön.
in der echten Welt mittlerweile nicht mehr so. Erhöht deine Chance, dich im Sattel zu halten, wenn ein Gegner versucht, dich vom Pferd zu holen. Bei Unwettern, ja, naja, wegen Pferd, müssen wir mal gucken. Trink, ach, ich war noch nicht fertig. Halt. Hier, Trinkfestigkeit. Aha, Weintrinker. Trinkgewohnheit. Die Hände zittern weniger. Ja, nee, ist okay. So, komm, Peppels. Wir gehen mal zum Kampfplatz. Ich weiß gar nicht, ob da jetzt wegen dem Turnier überhaupt noch einer steht, der mit uns trainieren möchte. Oder ob die da alle um den Turnierplatz drumherum stehen. Aber jetzt reiten wir mal hier hinten lang. Das wollte ich ja neulich schon machen, gestern. Aber da war dann die Zeit wieder so knapp. Ach nee, doch, wir sind... Ach nee, 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 warte, wir sind ja hinten rumgeritten. Das ist aber ein übelster Umweg. Nee, wobei, oder? Weiß ich es nicht mehr, ehrlich gesagt. Schon wieder 24 Stunden her für mich. Ja gut, wir müssten eher einmal quer durch Rattai wegen dem Kampfplatz, der Trainingsplatz, der ja dahinter ist. Von daher ist es jetzt, glaube ich, nicht so dramatisch, hier nochmal lang zu rennen. Vielleicht kann ich eine Abfahrt schon eher links nehmen gleich. Muss mal schauen. Oh. Wuff, wuff. Ach so. Gefährten. Ja, nee, nee. Okay, wir müssen erst mit Theresa quatschen wegen dem Hund. Können wir dem Hund einen Namen geben? Ich finde das immer schön, wenn man in den Spielen den Tieren selber irgendeinen Namen geben kann. Ja, jetzt ist hier halt, wo es so lange dauert, ne? Also um dahin zu kommen, wo ich hin wollte, da wäre vorn rumreiten doch deutlich schneller, denke ich. Gerade weil es sich jetzt erstmal relativ weit zieht, bevor wir hier links hochkommen. Aber Pebbles hat genug Ausdauer. Achtung, falsche Straßenseite geritten. Das gibt ein Knöllchen. Ja, Papier ist ja gut, ist ja gut. Das Gute ist... Ach, guck mal hier, neue Stufe reiten. Das Spiel ist ja so authentisch in seiner Umgebung, wie die dargestellt ist. Man muss praktisch selber nicht mehr raus im echten Leben. Im Prinzip reicht es hier. Ach so, ich habe damals, ich erinnere mich... Als das Spiel rauskam, da hatte ich gerade meine Oculus Rift 1, also die erste Consumer-Version, die es damals gab. Und mit dem Programm Warp X, das gibt es immer noch, kann man auch Nicht-VR-Spiele zumindest in VR spielen. Das ist aber dann je nach Spiel mal mehr geil, mal weniger geil. Das ging aber in Kingdom Come Deliverance hier eigentlich ganz gut, habe ich hier in Erinnerung. Ich habe die aber gerade, ich habe die gerade nicht da, sonst hätte ich es nochmal probiert. Ich habe die gerade verliehen an einen Kumpel. Und das war schon ganz geil. Das habe ich zumindest mal getestet. Aber das frisst halt, also das Spiel ist ja so schon recht hardwarehungrig und in VR könnt ihr euch vorstellen, ist es das nochmal etwas mehr. Ja. Aber es sah schon ganz cool aus, da in VR dann mal hier mittendrin zu sein. Ich stand da gerade in irgendeinem Dorf rum. Ich glaube, das war sogar Uschütze damals. Das war schon ganz, ganz nett gemacht, ja. Aber in VR kannst du immer nicht so gut aufnehmen. Das ist so ein bisschen das Problem. Und gerade wenn die nativ nicht für VR gemacht sind, die Spiele, ist es nochmal was anderes. Das einzige Spiel, was ich kenne, was keine offizielle VR-Unterstützung hat, aber trotzdem in VR nahezu perfekt spielbar ist durch eine kleine Mod, nur eine kleine winzige Datei, ist Alien Isolation. Das ist der absolute Hammer, wie das in VR ist. Ich habe es gespielt in VR. Wir haben es ja letztes Jahr vor einem Jahr nochmal auf dem Kanal auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad gespielt. Und ich habe es die Jahre davor in VR mal gespielt. Aber da habe ich nie länger als eine Stunde am Stück mal spielen können,
Das hat so einen Stress verursacht wegen diesem scheiß Alien und man ist dann halt wirklich auf der Raumstation. Das ist nicht nur irgendwie gemacht, dass es so wirkt wie in VR, das ist dann tatsächlich in VR, nur durch eine kleine simple Mod, eine einzige Datei, die man bei Alien Isolation dafür in das Spieleverzeichnis schieben muss und dann funktioniert es. Du musst da nichts extra machen, ist der absolute Hammer, wirklich Wahnsinn. Also kann ich nur empfehlen, tut euch das mal an, aber dann am besten mit einem Controller spielen. So, Mahlzeit. Ach ja, können wir noch was fragen? Ich wüsste gern. Wie ist Herr Hanusch als Lehnsherr? Kann nicht klagen. Er weiß, wie man für Ordnung sorgt, ist aber gutmütig dabei. Ja, danke für die ausführliche Information. Ihr habt gemeint, ruhig mal mit den Leuten immer mal quatschen, weil man dann auch den Redeskill verbessert. Was hältst du von Herrn Ratzig? Wie ich höre, hält er zum König und sitzt deshalb wohl in unserer Burg. Er scheint gerecht zu sein. Und die Leute sagen, er wäre ein guter Burggraf. Okay, und hier der Hans. Wie ist der junge Herr Capon? In ein paar Jahren ist er Burggraf. Herr Hanusch ist sein Vormund, bis er mündig wird. Die meiste Zeit jagt der junge Herr den Weibern nach, aber da wächst er schon noch aus. Er ist kein Narr. Wie lebt es sich in Rathai? Bis zu Sigismunds und eurem Erscheinen war es hier angenehm und friedlich. Oh, ich sehe gerade, Heinrich sieht ganz schön mitgenommen aus. Was wird aus den Skalitzer Flüchtlingen? Das wüsste ich selber gerne. Ich hoffe, dass sich die Lage bald beruhigt, damit ihr euch verziehen könnt. Oh, das ist aber lieb von ihm. Es ist so einfühlsam. Pirkstein ist eine schöne Burg. Sie wird noch schöner, wenn ihr euch fortschert und ich meine Kammern wieder beziehen kann. Ja. Weißt du, wer Sigismunds Männer sind, Hauptmann? Man nennt sie Kumanen oder Kipchaken. Unserem Herrn zufolge flohen sie vor den Mongolen nach Ungarn. Sie sind Viehhirten und ausgezeichnete Reiter und Barbaren. Obwohl sie behaupten, Christen zu sein. Hab Dank. Mehr wollte ich nicht wissen. Aber? Ach, hier, Kombos lernen. Meisterhafte Schläge. Ja, Kombos. Wie war das Mitte, links, rechts, unten? Wenn du deinen Gegner ernsthaft verletzen willst, bringt dir reines Rumpfhuchteln gar nichts. Was du brauchst, ist Technik. Aber die zu erlernen, ist keine leichte Sache. Es gibt keinen Wunderangriff, mit dem du jeden Zweikampf für dich entscheidest. Du musst diese Techniken in deine Strategie einbauen, deinen Gegner in eine für dich vorteilhafte Position bringen und dann unerwartet angreifen. Ich schlage von oben zu, dann von der Seite und dann tue ich so, als würde ich von unten angreifen. Aber ich drehe das Schwert und schlage dich mit der anderen Seite. Noch einmal. Los! Versuch es. Schlag von oben zu, dann von rechts, dann von unten. Die Schläge müssen schnell aufeinander erfolgen. Sobald du triffst, setzt du schon zum nächsten an. Okay. Du musst dich genau an die Reihenfolge halten, sonst klappt es nicht. Schlag von oben zu, dann von rechts, dann von unten. Okay. Los! Oben, rechts, nein, unten. Nein, nein, du musst dreimal zuschlagen. Dreimal! Hab ich doch. Genau das habe ich gerade gemacht. So, so, so. Gut. Ah, okay. Ah. Du sag mal, also, aua. Nee, bitte nicht, bitte nicht. Hat uns auf den Boden geworfen. Na, oh, Heinrich. Genau. Versuch's nochmal. So. Okay. Okay, dass er aber auch mitspielt, ist, dachte ich, bin hier zum Kombos üben. Gut. Nochmal. Ah, gut. Okay, cool. Du kannst ähnliche Techniken mit jeder Waffe erlernen. Warte, ich komme. Über oft und ausgiebig. Aha. Oben, rechts, links, unten. Also, ja. Moment. Okay, das haben wir gemacht, mit echten Waffen üben. Kann er mich dann töten? Meisterhafte Schläge, da will ich wissen, was das überhaupt ist. Habe ich noch nie gehört. Ich glaube, ich beherrsche die Grundlagen. Naja. Könntest du mir etwas Schwierigeres zeigen? Aha. Und mit welcher Waffe kämpfst du so meisterlich? Mit dem Bogen. Ja, mit dem Schwert. Ich beherrsche den Schwertkampf. Du bist ein ganz schönes Großmaul. Na gut, dann zeig mir mal, was du kannst.
Wenn du wirklich so gut bist, bringe ich dir meisterhafte Schläge bei. Ich bin bereit. Okay. Stell dich hin, nimm die Waffe und kämpf. Wenn du weißt, was du tust, zeige ich dir den einen oder anderen Kniff. Ach so, ich muss ihn besiegen und dann... dann bringt er mir was bei, okay. Dann mache ich das jetzt mit der Kombo, die er uns gerade gezeigt hat. Das war zu langsam wahrscheinlich. Oder ich mach's mit meiner alten Peaks-Taktik. Ich warte, bis ich blocken kann und dann piekse ich ihm ins Gesicht. Okay, da fällt er aber schon mal... Au! Ah, nicht drauf rein. Ja, das klappt ganz gut. Aber es macht keinen Schaden, ne? Kann ich das nicht auch von der anderen Seite machen? Okay, ich habe jetzt einfach mal ein paar Mal versucht hintereinander weg. Das reicht. Okay. Das war gar nicht schlecht. Scheint, als wärst du bereit für die nächste Lektion. Spitz die Ohren. Denn jetzt bekommst du das Wichtigste überhaupt zu hören. Es ist gut, wenn man angreifen und die Schläge seines Gegners abwehren kann. Aber das Beste ist, wenn man beides gleichzeitig kann. Mit einem meisterhaften Schlag wehrst du den Angriff deines Gegners ab und greifst ihn gleichzeitig an. Greif mich an, dann zeige ich dir, wie es geht. Ah, der Riposte, ne? Kenne ich von Dark Souls. Siehst du? Angriff und Abwehr in einem. Gegen diese Technik gibt es keine Verteidigung, wenn sie gut ausgeführt ist. Du musst den Schlag deines Gegners im richtigen Moment abwehren und deine Bewegung an seine anpassen. Schaffst du das, ist der Kampf gewonnen. Versuch's mal. Ich greife an, du parierst. Ja. Gut. Aha, noch währenddessen, ja? Gut gemacht. Aha, okay. Ist nicht das, was ich, recht. Was ich schon die ganze Zeit mache? Entschuldigung. Ja, geil. Moment. Sind noch nicht fertig. Was haben wir denn noch? Verteidigung. Kannst du mir zeigen, wie ich mich verteidigen kann? Selbstverständlich. Ah. Ich möchte über die Grundlagen hinaus. Gut, aber nur gegen Silber. 180. Ist das nicht etwas viel? Können wir da nicht nochmal drüber gucken? Wie wäre es denn mit 160? Verstanden? Nur ein wenig mehr und wir kommen ins Geschäft. Na, okay. Einverstanden. Hör gut zu. Jo. Ach ja, das war ja das. Okay. So. Ja, macht schon Spaß mit ihm zu kämpfen. Mit echten Waffen üben. Schwert. Ich wäre gerne ein besserer Schwertkämpfer. Selbstverständlich. Fortgeschritten. Ich möchte über die Grundlagen hinaus. Gut, aber nur gegen Silber. Ist das nicht etwas viel? Machen wir so wie eben. Nur ein wenig mehr und wir kommen ins Geschäft. Einverstanden. Hör gut zu. Oh, Schwert und Kampf, neue Stufe. Okay, ja geil. Hat sich doch gelohnt. Wir haben die anderen drei verkloppt. Mit ihm haben wir ein bisschen was gemacht. Riposte haben wir gelernt. Dann die Kombos könnte ich mal anwenden. Okay, ich bin gespannt, ob ich das dann auch so umsetzen kann. Oder in der nächsten Folge schon wieder alles vergessen habe. Oh. Der Heinrich wird ganz juckig, wenn er hier die Schweinchen sieht nach der Aktion neulich im Wald. Ah. Ja, ich gehe ja schon. So, komm, wir gucken mal zu Theresa. Ja, fast. Vielleicht können wir ihr noch den Hund abquatschen. Ja, was so die DLC-Sache angeht, die ich jetzt hier mit freigeschaltet habe. Die machen wir dann. Irgendwann, irgendwie mal. Weiß jetzt nicht, dass die
Priorität haben, dass wir jetzt direkt zum Dorf reiten und das aufbauen oder. Das machen wir dann, wenn mir danach ist und wenn wir dann irgendwie mal vorbeikommen oder es bietet sich an. Da kommen wir schon noch dazu. So, wir müssten auch die Hauptquest, die können wir eigentlich halt demnächst mal weitermachen. Ach ja, genau, mit dem Rattaler Schreiber. Suche in den schwarzen Chroniken von Rattal nach dem Eintrag über Heinz. Richtig. Wie spät ist es im Spiel? Ja, können wir eigentlich noch direkt machen. Achso, und ihr meintet auch, das fände ich auch witzig. Einer von euch hat gesagt oder geschrieben, wenn man hier Items fallen lässt, dass die Leute die dann aufheben. Ich habe hier noch so einen vergammelten Steinpilz. Gut, jetzt läuft hier keiner lang, aber ich habe vielleicht gedacht, er nimmt sich den weg. Helft eurem Nachbarn. Schaut euch diese Gurken an. Die bleiben den ganzen Winter frisch. Naja. So, der Schreiber. Ist der hier drin? Das sieht so aus, ja. Ich gucke mich gerade nur ein bisschen um. Ich denke, wir müssen noch eins nach oben. Vielleicht, keine Ahnung. Waren wir hier schon mal bei dem Schreiber? Nee, oder? Hey! Gott sei mit dir. Okay. Ich muss mir die schwarzen Chroniken ansehen, Friedrich. Und ich brauche eine Schmerzlinderung. Herr, erbarme dich meiner. Was kann ich für dich tun, außer einen Geistlichen zu holen? Ich sterbe ja nicht. Kann nur nicht aufstehen. Tut mir leid, aber ich bin den Mördern aus Neuhof auf der Spur und brauche die Namen derer, die mit dem hinkenden Heinz aus Uschitze verurteilt wurden. Ich erinnere mich nicht. Sobald ich etwas niederschreibe, ist es vergessen. Diese Namen sind äußerst wichtig. Kann ich dir irgendwie helfen, damit du wieder an die Arbeit gehen kannst? Solange ich nicht aufstehen kann, wird das nichts. Konjasch, der Apotheker, hat eine Salbe. Doch sie kostet ein Vermögen. Wenn du mir eine bringst, kann ich vielleicht mehr tun. Wegen dem Aufstehen. Ich habe Zweifel. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie sagt mir was, dass er aufstehen kann. Na gut, ich besorge dir welche. Weil er steht gerade. Besorge die Gelenksalbe. Ja. Schön, dass Artrek Schmerzgel oder Traumaplant und was da nicht so alles gibt. Und viele andere. Voltaren kennen wahrscheinlich die meisten. So. Machen wir die Hütte mal wieder zu. Liegt der Pilz noch rum? Ja. Müsste ich vielleicht da machen, wo die Leute wirklich langlaufen, ne? Wenn das denn stimmt, was mir da geschrieben wurde, aber ich gehe mal von aus. So. Hier ist der Pfuscher vom Dienst. Schön, dich zu sehen. Friedrich, der Schreiber, braucht Salbe für seine Gelenke. Schon wieder? Er hat erst kürzlich welche geholt. Er muss sparsamer sein. Ich habe ihm gesagt, er soll nicht zu viel nehmen. Sonst bekommt er noch... Ach, was soll's. Je älter er wird, desto törichter. Hat er dir gesagt, dass sie teuer ist? Du kannst dich gerne umsehen. Gott behüte dich. Gelenksalbe, was soll das denn kosten? Hahnenschreitrank. Aha. Was? Bin ich bekloppt?
Salbe? Die hier? Gelenksalbe? Lindert Gliederschmerzen. Okay, ich dachte halt, ich habe jetzt die ganze Zeit nach Gelenksalbe geguckt. Okay, 45. Ah, wie viel haben wir denn? 82 haben wir noch. Ja gut, wir haben für die... Reden wir über den Preis. Ist gut. Ja, möchte ich mal. Hier, komm. Ja, das sollte passen. Oh, okay. Hätte ich noch weniger machen können. Cool. So. Wir haben halt jetzt für die Lektion beim Kampfmeister Bernhard oben einiges ausgegeben. Aber das holen wir durchs Würfeln locker wieder rein. Locker. Und wenn nicht, haben wir das nächste Mal vielleicht auch schon einen Hund dabei. Falls sich einer mit unseren Groschen aus dem Staub machen möchte. So. Aber einreiben tust du dich selber, ja? Muss ich jetzt nicht machen, oder? Ah. Gott sei mit dir. Er steht. Da hast du deine Salbe. Und du hattest recht, sie ist nicht billig. Ich weiß, Junge. Ich verwende sie seit Jahren. Dürfte ich einen Blick in die schwarzen Chroniken werfen? Nun, eine Hand wäscht die andere. Komm, und ich zeige dir unsere schwarzen Chroniken. Das ist wahrlich eine Wundersalbe. Du hast sie noch nicht einmal aufgetragen und schon wirkt sie. Der Glaube ist der beste Heiler. Allein beim Gedanken an die Linderung geht es mir besser. Und einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Komm mit, mach's gut. Ich glaube, er hat uns ausgenutzt, aber er hat eine schicke Frisur, das gefällt mir. Hier drin? Oder hier oder wo? Ich weiß jetzt nicht genau. Nee. Moment. Wir wissen ja, der Heinrich, der ist noch neu im Lesebusiness. Was soll ich machen? Ich kann nicht lesen. Doch, können wir. Möge Gott über dich wachen. Ach, hier. Ach, sorry, habe ich nicht gesehen. Ich weiß, ich hätte auf den Questmarker achten können, aber ich dachte, das wäre hier irgendwo. Okay, cool. So, was haben wir denn hier? Da gehen wir weg da oben. Im Jahre des Herrn 1390 und in den Jahren danach unter der Herrschaft König Wenzels des Vierten in Böhmen hat Herr Heinrich von Leiper, der einzige Älteste der Provinz und Richter über die Rebellen gegen die Krone, in diesem Buch die Namen derartiger Personen und die Art der Qualen vermerkt, die ihn vor ihrem Dahinscheiden aus dieser Welt durch die Hand des Henkers rechtmäßig zugefügt wurden. Das ist ein einziger Satz, ne? Okay. Ach du Scheiße, warte mal. Wollen wir es durchlesen? Ist es zu viel? Da bin ich mir immer nicht sicher. Jan, der Müller aus Patzau, gestand mit Hilfe von Jenek Zag aus Poschna und jemanden namens Holfeck die Mühle in Buschendorf ausgeraubt, keine lebendige Seele zurückgelassen und das Diebesgut im Wirtshaus von Peter in Poschna verprasst zu haben. Derselbe Jan sagte aus, dass sie das aus der Mühle gestohlene Eisen an einen gewissen Händel genannt Einauge, Zimmermann in der Nähe von Patzau, verkauft haben. All das gestand er ohne Folter. Jan der Müller wird als Gemeiner zum Tode durch den Strick in Rattay verurteilt. Der junge Pribig Schibal erzählte herum, dass Marschik, Bruder des Bürgers Hünkow aus Willimowitz, zusammen mit Plmule Zadakov aus Bohov und Linka aus Schestitz. Oh, das ist furchtbar. Das ist ein Konsonantenparcours hier, ist ja unfassbar. Ein Diebstahl begangen habe. Derselbe Pribig sagte zudem, Marschik habe das Schwert von Matzek dem Zimmermann genommen und es unter seinem Mantel versteckt fortgeschafft. Des Weiteren erzählte er, Martin, auch Amsel von Schestitz genannt, habe im Schutze der Dunkelheit zwei Pflüge mitsamt deren Pflugscharen von den Feldern gestohlen und sie Nikolas verkauft.
Pribik Schibal wusste von diesen Vergehen und meldete sie nicht. Für die Beihilfe zum Diebstahl bezieht er 30 Schläge mit dem Stock. Es ist ja interessant, was hier so drin steht. Teletz gestand, einen Frauenmantel von Hausherrin Zorena gestohlen und ihn in Beneschau verkauft zu haben. Des Weiteren stahl er das Pferd von Nikolas aus Brezzi und verkaufte es in Pribram. Dann raubte er mit Marzik Hudetz und Michael drei Ochsen und den Mantel der Hausherrin von Zwiekowitz. Er sagte zudem, dass der Schepkow-Sohn Andrei aus Stratzowitz für ihn die Heuhaufen und den Kuhstall von Pribik, dem Stallmeister, angezündigt und niedergebrannt habe. Außerdem gestand er, mit Michaletz und seinen Komplizen zwei Pferde aus Minkowitz gestohlen zu haben und sagte, dass Pribik aus Neveklau ein Pferd von einem gewissen Jan entwendete. Auch erzählte er, Schlapp, aus Beneschau habe für sie vorher die Lage ausgekundschaftet und ihnen alles für Münzen abgekauft. Dafür und insbesondere für Brandstiftung wird Teletz ertränkt. Okay, Alter. Kubin, genannt der Bock, Freiherr von Milotitz, gestand sich gemeinsam mit Nikolas und Balahut aus Klosnowitz des Diebstahls eines Pferdes, welches ein Mönch aus Stribro in Mytha sein eigen genannt hatte, schuldig gemacht zu haben. Darüber hinaus sagte er aus, Lewetz und dessen Sohn Jan hätten den Mord am Vogt von Holopkow und vielzähligen Diebstähle begangen. Auch erzählte er von Gregor, dem Bruder von Mikesch. Dieser soll mit ihm gestohlen und einen Händler für dessen Wertsachen getötet haben. Kubin führte sie bei dieser Tat an und gab sich auch dem Morden und Plündern hin. Als Freiherr von Leipa wurde er zum Tode durch das Schwert verurteilt. Martin aus Bütesch, genannt der Hirsch, erst der Bock, dann der Hirsch, sagte aus, auf dem Heimweg von Meißen einen Händler ausgeraubt und daraufhin Gefallen am Diebeshandwerk gefunden zu haben. Deshalb entschied er sich, Missetaten wie diese gemeinsam mit seinem Spießgesellen Jan Mazar in der Provinz fortzuführen, um besagte Missetaten mit noch größerem Erfolg auszuüben zu können. Töteten sie drei schwangere Weiber in Krudim, wie auch immer, und in anderen Städten, schnitten die Föten aus ihren Leibern und entnahmen diesen Herz, Lunge und Leber. Alter Schwede, die Eingeweide kochten sie in der Teufelschenke in Böhmen und verzehrten sie, da diese ihnen mehr Kühnheit und Kraft für ihre schändlichen Taten verleihen sollten. Dafür haben sie mehr als nur den Tod verdient. Ihr Fleisch wird zerrissen, ihre Augen herausgebrannt und ihr Körper vom Richtrad zermalmt. Alter, das ist aber echt hart, was hier so drin steht. Anna aus Strachowitz, genannt Zorena, sagte aus, ihr Kind ermordet und ihre Nachbarn Jan Kostin dazu gedrängt zu haben, ihren Ehegatten zu ermorden. Dieser verkaufte daraufhin mit ihrer Hilfe die Ochsen und hegte die Absicht, den Hof für seine Zwecke zu nutzen. Anna, zu Orena, wurde lebendig begraben, woraufhin man ihr einen Pfahl durchs Herz trieb, auf dass sie nicht als Wiedergängerin aus dem Grabe wieder auferstehe. Tonda, ein Bauerngehilfe aus Vlashim, sagte dem Kasamstag unter Folter aus, gemeinsam mit Heinz aus Uschitze, auch Hinkender Heinz genannt, Bildstöcke gestohlen zu haben. Auch gestand er auf dem Weg nach Thalenberg den Vogt um 5 Pferde und Kostbarkeiten im Wert von 5 Groschen erleichtert zu haben, wobei auch ein Hühneck, genannt Stinker, zugegen gewesen sein soll. Er gab außerdem an, sich auch weiterhin in Gesellschaft des besagten Hühneck in den Wäldern um Ledetschko aufgehalten zu haben. Tonda wird für den Diebstahl ein Ohr abgeschnitten. Es ist doch sehr interessant. Nee, war cool. War cool. Ja, danke, Herr Gelenkschreiber. Wo ist er denn? Hat er sich wieder schlafen gelegt? Nee. Okay, dann wissen wir jetzt alles, was wir wissen müssen. So. Achso, wir müssen nochmal mit ihm reden. Ah, da ist er. Hey, Schreiber. Jetzt kann ich nicht mehr mit ihm reden. Ah, okay, jetzt geht's wieder. Dürfte ich einen Blick in die schwarzen Chroniken werfen?
Nun, eine Hand wäscht die andere. Komm, und ich zeige dir unsere schwarzen Chroniken. Zeig mir den Weg. Alles gut, danke. Nein, brauchst du mir nichts zeigen. Was soll ich denn jetzt noch? Warte mal, das haben wir doch gerade gemacht. Was soll ich denn mit dem noch machen? Optional, bring den Schreiber dazu, dir zu helfen. Setze deine Jagd auf Basis der Hinweise aus den schwarzen Chroniken fort. Okay. Also ich kann hier wirklich... Ja. Moment, die Hinweise muss ich mir mal abfotografieren. Das ist eigentlich eine gute Idee. Das vergesse ich doch sonst wieder, die Namen und Ortschaften vor allem. U-Schütze, hinkender Heinz, ja, wissen wir. Aber... So, warte. Blätter nochmal durch. War ja die letzte Seite hier. So. Tonda, ein Bauerngehilfe aus Vlashim. Ja. U-Schütze waren wir. Müssen wir nach Vlashim oder was? Was wir sagen, Hünek in den Wäldern oder den um den in den Wäldern um Ledetschko. Also Vlashim oder Ledetschko. Also diese beiden Sachen. Aber die Quest will, dass ich mit ihm rede. Soll ich ihm helfen? Ist das Knie noch nicht wieder in Ordnung, ja? Ich kann nicht lesen. Was macht er da? Könntest du etwas für mich nachschlagen? Ich kann nämlich nicht... Du kannst nicht lesen, wie? Also, wonach suchst du? Ich versuche, die Halsabschneider von Neuhof aufzuspüren. Aha. Und brauche die Namen der Spießgesellen vom hinkenden Heinz aus U-Schütze. Lass mich nachsehen. Gehab dich wohl. Ah, vielleicht hätte ich das auch machen müssen. Warte, ich helfe Ihnen, es ist für mich ist gar kein Problem. Oh. Hey. Heinrich! So, geht. Ja, vielleicht hätte ich das von Anfang an machen müssen, aber ich dachte, es reicht. Wenn wir halt lesen, ja, und dann geht's weiter. Aber mal gucken, vielleicht passiert jetzt was. Ah ja. Ich hoffe, der braucht nicht auch so lange zum Lesen wie ich gerade. Nee. Und? Also, hast du den hinkenden Heinz im Buch gefunden? Ja. Neben Heinz ist von Anton aus Vlashim und Hinek aus Ledetschko, genannt Stinker, die Rede. Ledetschko? Das ist einen Katzensprung entfernt. Oh ja. Hab ich das nie gehört. Danke für die Hilfe. Danke für die Salbe. Ledetschko. Mach's gut. Das soll ein Katzensprung entfernt sein. Setze deine Jagd auf Basis der Hinweise. Ja, okay. Da fand ich's. Also wir hätten das auch so schon weitermachen können, ne? Wir wussten jetzt die beiden Ortschaften. Hätten wir mit Sicherheit auch gefunden. Aber ich war jetzt halt irritiert, weil mir immer noch der Questmarke den Schreiber angezeigt hat. Da war ich mir jetzt halt nicht sicher, geht's jetzt schon weiter oder noch nicht? Oder war jetzt für einen Moment ein bisschen nicht so ersichtlich für mich. Aber kein Problem. So, was ist das hier eigentlich nochmal mit dem Stern? Ach ja, das sind nochmal Quests. Genau, da müssen wir nochmal hin. Da holen wir noch die beiden Quests hier ab. Und da hoch müssen wir. Ja, Stinker aufspüren. Der Pilz ist weg. Ha, ist ja witzig. Den hat sich dann wo einer genommen. So, Pebbles. Ja, Stinker besuchen wir heute nicht mehr. Aber, ihr wisst ja, bevor wir hier... wie viel Geld haben wir denn noch? Wir haben noch 40 Groschen. Ich finde, die müssen wir nochmal investieren. Und nochmal beim Würfeln verdoppeln. Oder auf Null setzen. Das kann auch sein. Da sitzt hier einer am Würfeltisch? Nee, noch nicht. Vielleicht hier oben schon. Huh.
Hier ist aber auch gerade keiner. Was ist denn das für ein Pferd? Ach, Hans! Ist Hans hier, oder was? Willkommen, Heinrich. Ah, da bist du ja. Alles fit? Sei gegrüßt. Was brauchst du? Ach so, wegen dem Turnier. Boah. Herr Hans, ich habe von einem Turnier in Rathai gehört. Ja, Hanusch lässt das Turnier in der oberen Burg wieder aufleben. Ein bisschen Unterhaltung für den gemeinen Pöbel. Fußvolk, das sich mit verschiedenen Waffen die Köpfe einschlägt. Du wirkst nicht so frohsinnig wie sonst, Herr. Stimmt etwas nicht? Ja, verflucht. Hanusch wollte wissen, was ich den ganzen Tag so treibe. Und ich erzählte ihm von ritterlichen Pflichten, die mich auf Trab halten. Ich sagte, dass ich meinen Knappen in der Kunst des Schwertkampfes und in anderen Kampffähigkeiten unterweise. Von einem Knappen wusste ich ja gar nichts. Das ist es ja. Es gibt keinen. Ich habe ihm das einfach nur aufgetischt, damit ich ihn vom Hals habe. Aber ich habe wohl zu dick aufgetragen. Jetzt will mein Onkel, dass mein imaginärer Knappe beim Turnier zeigt, was er gelernt hat. Die Sache könnte nach hinten losgehen. Das kannst du laut sagen. Der Alte ist wie ein Hund am Knochen. Er wird nicht locker lassen. Außer... Ja... Oh Mann. Das ist die Idee. Ich sage ihm, dass du der Knappe bist. Du musst lediglich am Turnier teilnehmen und die anderen Bauern ordentlich verbläuen. Dann sind alle zufrieden. Außer die Verlierer natürlich. Bist du dir sicher, dass das die beste Idee ist, die du jetzt hast, ja? Ich soll dein Knappe werden? Ich weiß nicht, ob Herr Ratzig zustimmt. Nein, nein. Ratzig muss ja nichts von der Sache mitbekommen. Wir wollen schließlich nur meinen Onkel täuschen. Schlecht ist die Idee ohnehin nicht. Wer weiß, eines Tages... Also schön. Ich hoffe nur, ich bekomme keinen Ärger. Es wird alles glatt gehen. Wirst sehen. Oh Mann. Ich denke, mit ein paar Recken nacheinander werde ich fertig. Abgemacht. Ohne Zweifel. Das wollte ich hören. Die Teilnahme ist allerdings nicht umsonst. Dafür komme ich natürlich auf, damit du nicht herumerzählst, ich wäre ein Geizhals. Begib dich zum Turniermeister. Du findest ihn bestimmt irgendwo beim Hof der oberen Burg. Er erklärt dir die Regeln und schreibt dich ein. Also dann, auf! Und lass mich nicht hängen, Heinrich. Vergiss nicht, du musst zeigen, dass ein Meister dich ausgebildet hat. Ach, was soll's. Dein Wunsch ist mir Befehl. Ausgezeichnet. Danach trinken wir auf deinen ruhmreichen Sieg. Alles Gute. Oh, 60 Groschen. Geil, das ist bestimmt für die Anmeldung. Capons Knappe. Das ist doch jetzt bestimmt schon... Habe ich jetzt richtige Pferd genommen? Ja, genau. Gut. Sollen wir jetzt uns schon anmelden oder was? Warte mal. Ja, da reite ich jetzt nicht erst raus, da reiten wir ja vorn rum. Ich meine, ja gut, wieso nicht? Habt ihr noch ein paar Minuten? Ja, ne? Ich denke schon, heute Samstag. Ja! Aus dem Weg, Pöbel. Hier kommt der Ritter Heinrich von hinten. Naja, vielleicht können wir ja heute tatsächlich hier noch mitmachen. Es kämpfen die beiden immer noch, die wir vorhin angesehen haben, ja? Das wäre so lustig. Naja, wir können es ja mal probieren. Hey, Tachchen! Ich bin hier der Neue. Gott segne dich. Was betrübt dich? Ich möchte am Turnier teilnehmen, wollte ich sagen. Ich möchte am großen Turnier teilnehmen. Du kommst zu spät, Junge. Der frühe Vogel fängt den Wurm. Schade. Also nächstes Wochenende. Ich dachte es mir schon fast, dass zu spät ist. Kann ich bis zum Beginn des Turniers hier bleiben? Also 7 Tage warten. Okay, also müssen wir dann nächstes Ingame-Wochenende hier dran teilnehmen. Okay, gut. Ja, dann ist das so. Und ich darf nicht vergessen, wir brauchen... Wie viel Groschen haben wir jetzt von dem bekommen? 60 oder 50? 60. Die brauchen wir für die Anmeldung. Okay. Ist klar. Na gut, dann ist es dafür leider erstmal zu spät, aber kein Problem. Wie gesagt, ich denke, dass... Ja. Stimmt, man konnte ja auch schmieden, ne? Also schmieden nicht direkt, aber an den Schleifstein irgendwie ran. So, aber wir können tatsächlich noch 2 Quests annehmen. Das machen wir jetzt direkt mal, da quatschen wir mit denen noch.
So, ich habe gerade noch Zeit, ihr vielleicht auch. Wenn nichts wird, wird, wird. Hallo. Gott sei mit dir. Braucht hier jemand Hilfe? Weißt du, ob hier jemand meine Hilfe gebrauchen könnte? Kann sein. Du bist der Sohn des Skalitzer Schmieds, oder? Der Vogt kann dich sicher gebrauchen. Er hat ein paar Aufgaben für die Skalitzer Flüchtlinge, aber weiß nicht, wer sich wofür eignet. Hat erst gestern deswegen rumgejammert. Und das ist noch nicht alles. Herr Hanusch veranstaltet in der oberen Burg wieder das Rattaya-Turnier. Da wird immer so viel gekämpft, dass den ganzen Tag was los ist. Du kannst dich noch anmelden, falls du denkst, dass du gut genug bist. Oh, und noch was. Berthold, unser Wildhüter, hat kürzlich bei irgendwas Hilfe gebraucht. Frag ihn, ob er immer noch eine helfende Hand gebrauchen kann. Und das ist noch nicht alles. Das wird dir wahrscheinlich nicht gefallen, denn es ist der Henker, der Hilfe braucht. Oh. Jedenfalls habe ich so gehört. Die Leute hier wollen nichts mit ihm zu tun haben. Aber je mehr sie ihn meiden, desto mehr schwätzen sie auch über ihn. Ja, mit dem Henker hatten wir ja schon mal unser Tun, ne? Gott behüt dich. Ja. Eieiei. Also der Vogt hat irgendwelche Aufgaben und dann gibt es noch so ein paar andere. Okay, da muss ich jetzt aber erstmal, dass ich nicht den Überblick verliere. Das mit dem Turnier müssen wir die Woche drauf machen. Stinker, ja, das ist das. Okay. Ach so, aber gerade? Halt. Gerade hat es mir hier doch noch so einen zweiten Stern angezeigt. Da unten. Ach so, und hier links. Ach, hier ist der Wildhüter, genau. Naja. Dann gehen wir direkt mal zu dem. Ich glaube, das ist jetzt die Quest mit diesen Vogelkäfigen, wo man nach Gehör irgendwelche Vögel finden muss oder so. Boah, ich meine, das war hier. Die ich nie beendet hatte damals. Wildhüter Berthold. Ja, nö. Beste Grüße. Ja, okay. So, gibt's hier Arbeit für mich? Ach, nee, warte mal. Hab dich wohl. Hatte ich das schon verkauft? Das Hirschleder, das bringt bei ihm 11,6. Verkaufe ich jetzt mal, das wiegt nämlich 4, da haben wir wieder ein bisschen was frei. Wildschweinleder haben wir auch noch. Gibt es hier zufällig Arbeit für mich? Kommt drauf an. Wie ist dein Gehör? Ich sagte, wie ist dein Gehör? Perfekt. Du brauchst mich nicht anzubrüllen. Warum fragst du denn? Weil es da eine Kleinigkeit zu tun gibt. Aber ich brauche jemanden, der die Gegend kennt und besonders gut hört. Tja, schade. Weder noch. Das sollte ich hinbekommen. Also gut. Mein Freund ist Vogelfänger. Und er hat mir ein paar seltene Nachtigallen zur Verwahrung überlassen. Sie sind gute Handelsware. Reiche Männer halten sie in ihren Kammern in Käfigen. Besänftigen damit ihre Frauen, wenn sie saufen und herumhuren gehen. Verstehe. Das Problem ist, dass die Nachtigallen fort sind. Ich weiß nicht wie, aber die Vögel sind ausgeflogen. Hat sich ausgevögelt für die Nachtigallen. Vielleicht sollten wir der Theresa mal so eine Nachtigall schenken, statt einem Ring. Oder? Schön. Gemeinsam, wenn wir mal wieder am Geigenberg unser Picknick machen. Warte mal, du verlangst doch sicher nicht von mir, auf der Suche nach Vögeln im Wald herumzuflattern. Nein, das nicht. Zum Glück sind ihre Schwingen gestutzt, also können sie nicht weit sein. Die Turmwache meinte, sie flogen Richtung Vranik. Ich habe hier Fallen. Damit solltest du sie leicht fangen können. Gut, aber woher weiß ich, wo ich die Fallen aufstellen soll? Angeblich mögen sie Kiefern. Und bei Vranik gibt es einen Hügel voller Kiefern. Da stehen eine Menge Kiefern. Deshalb sollst du ja lauschen. Nachtigallen haben einen unverwechselbaren Gesang. Wenn du in der Nähe eine hörst, legst du an der Stelle eine Falle aus. Sie haben andauernd gezwitschert, während sie hier waren. Ich erinnere mich an die Melodien. Ich singe sie dir vor. Kann's kaum erwarten. Die Melodie geht etwa so. Was? Und sowas halten sich die Leute zu Hause? Das klingt wie eine Katze, der man am Schwanz zieht. Du weißt doch, wie es ist. Die fallenden Leute sind eben seltsam.
Kannst du dir die Melodie merken? Kannst du das wiederholen? Natürlich. Jetzt gemerkt? Ja. Hab's mir gemerkt. Gut, hier sind die Fallen. Vergiss nicht, sobald du eine Nachtigall hörst, lege in der Nähe eine Falle aus. Nach einer Weile sollte sie hineintappen. Wird gemacht. Oh Mann. Möge Gott über dich wachen. Das ist die. Wir haben die gemacht. So, und irgendwo hier in den Wäldern, oder wie? Ich glaube, da gibt's einen Questmarker für, wo das ungefähr grob wenigstens ist. In welchem Wald? Hier drüben irgendwo. Ah ja, okay. Ja, können wir probieren. So, wir gehen mal runter zum Vogt. Der hatte ja noch was für uns. Ach ja, mit Theresa wollte ich ja noch mal quatschen. Stimmt. Wegen Hundi. Ich habe schon wieder vergessen, wie die Nachtigallen machen. Brot allein kann man nicht leben, aber ohne auch nicht. Zwiebeln, die stärksten Männer zum Weinen bringen. Greif zu. So, ist der hier mit drin? Zumindest. Nee, Entschuldigung, ich bin hier falsch. War der nicht hier oben der Vogt? Irgendwie? Wie war denn das? Der war hier hinten durch in den Hinterhof? Und dann da oben war der doch drin. Gewinn das Turnier, wenn du. Achso, ja, ist okay. Machen wir nächste Woche. Kein Problem. Genau, das wird immer als fehlgeschlagen angezeigt. Das hatten wir auch schon letzte Woche. Hey, Vogt. Beste Grüße. Meister Vogt, gibt es hier irgendwelche Neuigkeiten? Das kann man wohl sagen. Der Vikar des Bischofs kam nach Uschitze. Und nicht mal Herr Hanusch weiß, was der hier will. Irgendwas ist da im Busch. Mehr weiß ich nicht. Du siehst aus, als wärst du sehr beschäftigt, Meister Vogt. Hast du viel zu tun? Viel zu tun? Es ist ein Wunder, dass bei all den Besuchern die Tür noch in den Angeln hängt. Was ist denn los? Mir wurde aufgetragen, den Leuten aus Scarlets Arbeit zu geben. Hier gibt's bei Gott genug zu tun. Das Problem ist eher, alle Aufgaben gerecht zu verteilen. Verstehe. Jeder hat Mäuler zu stopfen. Am schlimmsten ist, dass mir niemand sagt, wer am dringendsten Arbeit sucht. Vielleicht kannst du helfen, Heinrich. Wie? Dir gegenüber sind die Scarletzer sicher ehrlicher. Finde heraus, wer die Arbeit am nötigsten hat. Du kannst dann entscheiden, wer was erledigt. Hilfst du mir? Ja. Sicher, ich werde tun, was ich kann. Dich schickt der Himmel. Es dauert sicher nicht lange. Du weißt doch, wie die Flüchtlinge auskommen, oder? Frag herum und finde mehr heraus. Um welche Art von Arbeit geht es denn? Der alte Hagen sucht eine Köchin. Und dann brauchen wir noch fünf Träger. Eine Köchin und fünf Träger? Das klingt nicht allzu schwer. Wo liegt das Problem? Nun ja, wir brauchen 3 Wasserträger. Die anderen sollen, Scheiße tragen. Oder Exkremente, wie der Papst sagen würde. Ha, okay. Gibt es jemanden, der mir genaueres sagen kann? Ja. Der Händler Konrad Hagen ist der eine Köchin sucht. Sprich mit ihm. Und der junge Alex wird wissen, wer von den Scarletzern sich am besten eignet. Aha. Mit dem Alex hatten wir schon die Fleischquest gemacht. Warum ist das so ein Problem für dich? Tja, sie scheinen sich vor mir zu fürchten. Ich kriege nie eine brauchbare Antwort von ihnen. Wie soll ich da die richtige Entscheidung fällen? Sie sind verzweifelt. Verurteile sie nicht. Das tue ich ja nicht. Aber ich kann die Arbeit nicht einem Taugenichts geben, der sein Geld dann versäuft. Was gibt es zur Stelle als Köchin zu sagen? Da musst du Hagen selbst fragen. Er hat mir nichts Brauchbares gesagt. Vielleicht hat er ja seine Meinung geändert. Was muss ich über die Wasserträger wissen? Wir brauchen 3. Zurzeit erledigen das die Bediensteten der Bürgerschaft. Müssen sie bis zum Fluss hinunter, um Wasser zu holen? Natürlich. Wo sollen sie es sonst holen? Vom Galgenberg?
Es ist keine leichte Arbeit, aber jemand muss sie tun. Was kannst du mir über die anderen Träger sagen? Es ist dreckige Arbeit, aber sie muss erledigt werden. Es gibt bei Gott genug für sie zu tun. Bei manchen Leuten läuft's schon über. Klingt widerlich. Wer würde das freiwillig tun? Wenn's sein muss, zahle ich das Doppelte von dem, was die Wasserträger bekommen. Vielleicht hilft das. Ah, okay. Mehr muss ich nicht wissen. Dann viel Glück. Ja, okay. Also, wir brauchen jemanden als Koch. Drei Wasserträger und zwei Scheißeschlepper. Ja, da wird sich doch jemand finden lassen, oder? Wir müssen es nur gut genug verpacken, die Jobbeschreibung. So, aber das machen wir am heutigen Ingame-Tag nicht mehr. Wie spät haben wir's? Mit Brot allein kann man nicht leben. Aber Gurken. Ohne auch nicht. So. Wir gehen mal runter zu Theresa und gucken mal wegen dem Hund noch. Vielleicht ist sie mittlerweile erwacht. Vorsicht. Aber sowas wie Pferderennen oder so gibt's nicht im Spiel, oder? Gab es bei Witcher 3, fand ich ganz geil eigentlich. Ja. Aber hier leider nicht. Also, weiß ich nicht. Ich denke aber, ich glaube, es gibt keine Pferderennen. Guck mal, der buddelt da sogar was rum, der Hund. Pebbles, alles klar bei dir? Ja, ne? Hast du gut gemacht heute? Ich bin wirklich ziemlich hungrig. Och, der Heinrich ist hungrig. Hat er was für Schönen uns? Schönen Tag. War jetzt so ein Ausrufezeichen? Ist das immer noch wegen dem Turnier? Oder? Ja, Schlösser knacken. Bis später. Gerade für die Schatzkisten, wenn wir die finden, so dann war... Ach so, nee. Ja, das wollte ich nicht. Okay, machen wir mal. Nimm den Dietrich in die rechte Hand und der Taste, damit die Zuhaltung geschlossen. Hast du's? Gut. Ja. Jetzt drehst du das ganze Schloss mit der Klinge. Aber lass die Zuhaltung ja nicht los. Sonst verkackst du's. Du musst von vorne anfangen. Aus dir wird wohl doch noch was, Heinrich. Aber merk dir eins. Diese Truhe ist nur zum Üben. Richtigen Schlössern musst du auf den Dietrich aufpassen. Versuch's noch ein paar Mal und dann viel Glück bei der Feuertaufe. Okay, ich denke, das Ausrufezeichen, was mir für ihn angezeigt wird, oben auf dem Kompass, ist dann die Quest mit der Wette fürs Rataya-Turnier. So, Theresa hier drin. Ah, hey, hallo, na? Hättest du Bock auf Scheiße schleppen, sag mal. Die suchen da noch Leute. Du siehst aus wie ein dahergelaufener Wilder. Ach, naja. Wie ist es dir eigentlich in Scarlet ergangen? Ich meine, während des Angriffs und... Du weißt schon. Das ist eine lange Geschichte. Und keine schöne. Sicher, dass du sie jetzt hören willst? Ach so, könnte sein, dass wir dann mit ihr unterwegs sind. Erstmal nicht, ne? Ich würde sagen, das machen wir später. Erzähl mir die Geschichte lieber ein andermal. Ich habe viel um die Ohren. Gut, dann ein andermal. So, aber... Wo hast du den Hund her? Er kommt mir bekannt vor. Erkennst du ihn denn nicht? Köter, der Hund vom Skarlitzer Fleischer. Ah, natürlich. Als ich dort war, um meine Eltern zu begraben, bewachte er seine Leiche. Ein treuer Freund. Warum ist er hier? Als wir dich hierher karten, nahmen wir ihn mit. Seitdem treibt er sich hier bei der Mühle herum. Ah, der ist das. Okay, das ist ja cool. Wie geht es ihm? Deutlich besser. Ich werfe ihm Fressen zu, wann immer mein Onkel gerade nicht hinsieht. Verhungern wird er nicht. Und wie denkt der Müller über den Hund? Er mag ihn nicht. Wie das? Wenn er ihn sieht, brüllt er und sagt, dass er nun noch ein Maul zu stopfen hat und ihn häuten wird. Ah je. Das änderte sich auch nicht, als Köter einen Hasen aus den Wäldern brachte. Gegessen hat er ihn aber natürlich gerne. Ich könnte mal mit ihm reden. Hm,
Das wäre Zeitverschwendung. Mit dem Köter reden oder mit Peschek? Hört Köter auf dich? Auf mich? Nicht besonders. Er hat seinen eigenen Kopf und ich bin nicht streng genug. Ah, verwöhntes Biest. Ach, er kennt einfach nicht viele Kommandos. Aber um ein Stück Fleisch betteln, das kann er gut. Seit wann kümmerst du dich um ihn? Prinzipiell, seit wir hier sind. Manchmal läuft er weg, aber er kommt immer zurück. Oft ist er den ganzen Tag fort. Ich glaube, er streunt gerne umher. Schlecht scheint es ihm nicht zu gehen. Ja. Ja. Ich mag ihn, aber er erinnert mich zu sehr an Spitzer, weißt du? Ich will nicht immer an Skalitz denken. Aber vielleicht magst du ihn ja mitnehmen. Ich? Ihr würdet euch sicher gut verstehen. Er ist ein feiner, liebenswerter Hund. Bei dir wüsste ich ihn in guten Händen. In der Schmiede hatten wir nie einen Hund. Wir brauchten keinen. Komm schon. Er hat niemanden. Ja, auf jeden Fall. Köter, komm mit. Na schön. Ich nehme ihn. Er wird mich unterwegs bei Laune halten. Hab Dank, Heinrich. Na los, geh zu ihm. Na, Bursche? Er treibt sich irgendwo hier herum. Ja, wo ist er denn? Ja, wo ist er denn? Ja, wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Oh, Peschek, Entschuldigung. Mein Fehler. Hey! Hey, reden. Köter! Ja, oh. Kennst du mich noch? Ja, ein Feiner. Ja, wo ist er? Skalitz. Weißt du noch? Oh, Heinrich, ey. So, Heinrich. Soll ich dich mitnehmen? Na dann komm, wir werden dicke Freunde. Wirst sehen. Folge mir. Wow, der Heinrich, also der kennt sich mit Tieren richtig gut aus. Unglaublich. Was ist das jetzt hier? Fortan hast du einen vierbeinigen Gefährten. Den zweiten. Der dich beschützt und dir auch anderweitig helfen wird, sofern du dich gut um ihn kümmerst. Du kannst mit ihm reden, ihn füttern, am besten mit Fleisch, ihm Kommandos geben und ihn mit Lob belohnen. Benutze den Zeiger, um deinem Hund mit Y verschiedenste Kommandos wie etwa bei Fuß zu geben. Aha, zudem hast du die neue Fertigkeit Hundeflüsterer. Sie legt fest, wie gut du deinen Hund ausbilden kannst und welche Kommandos dir für ihn zur Verfügung stehen. Du erhältst Erfahrungspunkte, wenn du die Kommandos anwendest oder im Tab Gefährten, okay, da hört's auf. Im Tab Gefährten erhältst du einen Überblick über die Werte deines Hundes, wobei Folgsamkeit der wichtigste Wert ist, der ausschlaggebend dafür ist, ob dein Hund dir gehorcht. Mit jeder Verletzung sinkt der Wert. Und auch wenn du deinen Hund für längere Zeit vernachlässigst, wenn der Folgsamkeitswert deines Hundes zu niedrig ist, befolgt er nicht mehr alle Kommandos. Sinkt der Wert auf 0, läuft der Hund weg und kehrt erst nach einiger Zeit wieder zurück. In dieser Zeit kannst du ihm keine Kommandos geben. Je höher der Folgsamkeitswert deines Hundes ist, desto bessere Werte hat er. Er kann dich und sich selbst besser verteidigen, verursacht bei Gegnern höheren Schaden und läuft nicht so schnell wieder weg. Du kannst die Folgsamkeit deines Hundes vor allem dadurch erhöhen, dass du ihn fütterst und lobst. Es ist effektiver, dies regelmäßig zu tun, anstatt in kürzester Zeit mehrere Male hintereinander. Okay, also... Ja, wir sind jetzt hier zu dritt. Bei Fußköter. Okay. So, füttern. Muss ich dafür zwingend Fleisch haben oder mach das jetzt einfach so? Sieh mal, was ich für dich habe. Ah ja, okay. Ganz lecker. Ja. Mist. Scheiße, hat mich das Spiel doch ausgetrickst. Feiner Hund. Hä? Was? Wie? Wat so ist's echt. Andere Kommandos? Zurück zur Mühle. Ah, okay. Köter, Pebbles, Köter. So, jetzt sind wir zu dritt unterwegs. Na, wenn das mal kein Gespann für die Ewigkeit ist, dann weiß ich's nicht. Ja, geil. Gefällt mir. Gucken wir mal rein. Hund, Geruchssinn. Aha, 15. Dein Hund kann Gegner aufspüren, selbst wenn sie nicht in Sichtweite sind. Wenn du dich gut um ihn kümmerst, aha, okay. Aktuelles Kommando, lauf frei. Ach so, nee, warte mal. Der sollte schon... War ja nicht bei Fuß. Hier, bei Fuß. Das heißt, der rennt mir jetzt hinterher, oder?
bei Fuß. Dein Hund weicht dir nicht von der Seite und folgt dir auf Schritt und Tritt. Er reagiert dabei nicht auf etwaige Einwirkung von außen, selbst dann nicht, wenn es sich dabei um einen Angriff gegen dich oder ihn selbst handelt. Du kannst ihm jedoch nach wie vor Kommandos geben. Ah, okay. Also bei Fuß, da rennt er mir einfach nur hinterher und... und macht nur das, okay. Und dieses Lauf frei, was vorher war, da würde er dann wahrscheinlich auch mitkämpfen. Hey, Theresa, läuft echt gut mit Köter. Guck mal hier, da kommt er nachher. Siehst du das? Leider habe ich gerade nichts zu essen für ihn dabei. So, und wenn ich jetzt reite, dann kommt er auch hinterher, oder? Huch! So, bin ich jetzt über Köter gelaufen? Wo ist er denn? Ah, hier drüben. Ha, das ist ja witzig. Hier, geil. Ja. Nett, wie spät ist es? 19 Uhr. Ja, lohnt sich. Nee, also es lohnt sich jetzt nicht mehr, da nochmal in den Wald zu reiten wegen der Vogelkäfige. Das würde ich gerne mal machen. Diese Nachtigallen suchen. Eieiei. So. Na gut. Dann stelle ich Pebbles mal wieder hier ab. Ja. Wer zuerst kommt, mal zuerst. Ach nee, warte mal. Wir haben uns ja vorhin geprügelt. Da können wir eigentlich nochmal ins Badehaus. Ja. Das war ja nicht so wahnsinnig teuer, ne? Ja. Vielleicht haben die dort auch einen Hunde- und einen Pferdefriseur, dass wir alle drei drankommen. Vielleicht können sie uns alle drei in denselben Badezuber setzen. Haha, wie witzig wäre das denn? Wir, ein Pferd und ein Hund. Köter? Ja, da bist du. Hat jemand einen besseren Namen für Köter? Für unseren Hund? Köter klingt irgendwie nicht so geil. Mahlzeit. Guten Abend. Ich möchte die Dienste des Hauses in Anspruch nehmen. Und was darf's sein? Einmal Intimwaxing, bitte. Heilung, Bad und saubere Kleidung. Ich brauche einen Arzt, der meine Wunden versorgt. Danach ein heißes Bad und saubere Kleider. Das lässt sich machen, aber du musst im Voraus bezahlen. Das ist mir zu teuer. Und wie viel würdest du zahlen? Haben wir nicht bald unsere Bonuskarte voll? Einverstanden? Komm schon, ein bisschen mehr und wir sind im Geschäft. Aber nur ein bisschen. Du wirst es nicht bereuen, das verspreche ich dir. Oh ja. Mach's gut. Die Zauberdirnen werden einen neuen Menschen aus dir machen. Okay. So, und dann müssten wir noch vor Einbruch der Nacht zu Hause ankommen, oder? Schon dunkel? Ja, noch nicht ganz. Guck mal, so ein bisschen hell ist noch. Da ist er. Na, komm mit. So, Pebbles, haben sich gut um dich gekümmert in der Zeit, ja? Reit mal wieder zum Müller zurück, gehen schlafen und dann war es das für diesen Tag. Ich finde es eigentlich ganz cool, ne? So ein Tag, eine Folge. Heute ein bisschen länger, aber ist kein Problem. Aber das kann ich wahrscheinlich nicht immer so handhaben. Oh, hier, Peschek ist noch am Arbeiten. Lust auf eine kleine Wette fürs Rataya-Turnier? Nein, danke. Kommt der mit rein, unser Hund? Oder bleibt er draußen? Ne, der scheint dann hier draußen zu bleiben. Okay, gut. Setzen wir uns erstmal. Können wir noch was lesen? Das hier waren wir fertig, ne? Ne, 71%. Okay.
So, dann sind wir mit dem Buch durch. Oh, Energie ist gleich bei 100. Ich hoffe, wir können dann überhaupt noch schlafen. Nee, wobei die Energie steigt ja nicht, wenn wir lesen. Okay, alles gut. Ach stimmt, wir haben jetzt so viel Energie, weil wir vorhin im Badehaus waren. Okay. Wir schlafen bis morgen früh und direkt nach Sonnenaufgang ziehen wir los in die Wälder und gucken mal, ob wir diese Nachtigallen hören. Kann natürlich sein, was ich überhaupt nicht weiß, dass die vielleicht nur nachts oder gegen Abend auch aktiv sind. Aber das werde ich rausfinden. Eventuell geht es auch tagsüber oder am frühen Morgen. Weiß ich nicht, wie das Spiel das jetzt handelt oder wie so eine Nachtigall drauf ist. Vielleicht kündigt die auch die Nacht an und ich habe keine Ahnung. Oh, das war Köter. Ach so, wir können was... Nee, wir können nichts essen, das ist aber schade. Aber es gibt draußen gibt's noch andere Töpfe, wo wir uns bedienen können. Ich glaube, hier an dem sind noch keine 24 Stunden rum. Was hat man eigentlich davon, wenn man in den Töpfen oder in die Töpfe noch was hinzugibt? So. Ah ja, hier. Die haben sich beide gemeinsam gemütlich gemacht. Alles gut bei dir? Ja, nuff, 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 nuff. Feiner Hund. Ja, feiner Hund. Ja. So ist's echt. So. Ich hoffe, das hat jetzt noch nicht bei ihm abgebaut. Folgsamkeit 84. Okay, aber ab und zu braucht er natürlich mal was zu essen. Was steht denn da rechts unten noch? Kopfrüstung? Pebbles und Köter. Hunderüstung? Was? Eine Rüstung für einen Hund? Nee, oder? Glaube ich nicht. Also Pferd, ja, aber Hund? Okay. Gut, sehr schön. Dann machen wir hier beim nächsten Mal weiter. Neuer Tag, neues Glück, neuer Wald, neue Nachtigallen, neue Fallen, neues Würfelspiel. Konnten wir gestern oder letzten Tag leider hier nicht machen. Das heißt, wir müssen beim nächsten Mal würfeln, mindestens 2 Partien spielen, um wieder unsere Sucht zu stillen. Gut, das war's von mir. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.